Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Call of Duty Black Ops 3. Warum tun Sie mir das an? Ich habe nichts Falsches gemacht. Sie waren ein Teil des Ganzen. Vom CIA-Gedankenkontrollprogramm. Taylor, wir kriegen Besuch. Hall, na los, mach! Was wollen Sie von mir? Erzählen Sie mir vom vereisten Wald. Der Wald ist nichts. Nur eine im Verstand der Patienten eingepflanzte Idee. Damit sie nach den Experimenten Frieden finden können. Genau, das illegale DNI-Experiment. Verborgen hinter einer Konzernfassade, ein Projekt mit über 300.000 Opfern. Ich konnte nichts dafür. Etwas ist mit der Software passiert, die die Erfahrungen der Testsubjekte gestreamt hat. Das Projekt war nicht mehr unter Kontrolle. Ich trage keine Schuld. Wer denn dann? Wer dann? Das Projekt unterstand den Weisungen von Sebastian Krüger, ein führender Kopf bei Coalescence. Nach dem Desaster flog er zu ihrem Hauptquartier in Zürich. Danke. Eine Simulation, oder? Wie im Training. Ein Test für mich. Ich weiß es. Es ist keine Simulation. Es ist real. Du hast gehört, was der Doktor sagte. Der vereiste Wald ist nicht real. Er dient dazu, die Testsubjekte zu beruhigen und zu kontrollieren. Du jagst etwas, was nicht existiert. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, was da passiert. Ach Leute, gib mir erstmal. Was zur Hölle ist das? Sarah, diese Monster wollen uns töten. Wie komme ich hier wieder raus? Alter, was ist hier los? Ich hab... What the fuck? Ich hab hier leider nicht. Mir fehlt wirklich die klare Bedeutung hiervon. Alter, kann ich hier irgendwie raus? Nein. Ey, ich komme hier nicht raus. Hä? Kommen die überhaupt hier rein? Wenn ich nicht rauskomme, wie kommen die denn hier rein? Bleiben, werden wir brennen. Lass sie gehen. Sarah, wer immer diese Stimme ist, ich glaube, sie will uns loswerden. Wer bist du? Was willst du? Ey, ich hab ehrlich gesagt keinen. Alter, wie kann ich mich nicht drehen oder was? Oh, Alter. Alter, ich hab keinen Plan, was ich abgeht, ehrlich. Ey, kann ich jetzt mal. Ey, ich komm hier nicht raus. Zombie-Mode, oder was? Die letzten chemischen und elektrischen Aktivitäten in einem sterbenden Gehirn. Ein DNI-Kurzschluss. Eine Flut aus Erinnerungen und Gedanken. Zur Hälfte wahr, zur Hälfte Fantasie.
Hä, wie kommt... Aber gleich wieder hier. Boah, was zur Hölle? Wie beende ich diesen Albtraum? Ja, das ist eine gute Frage. Bitte hilf mir! Wie soll ich dir helfen? Ich komme hier nicht weg. Ich kann nicht. Ich will, dass es ein Ende hat, aber ich schaffe es nicht. Du musst es beenden, bitte. Töte mich. Lass mich gehen. Achte nur auf den Klang meiner Stimme. Entspanne dich. Stell dir einen vereisten Wald vor. Also, hat es sich gelohnt? Sie sind bei den Aquiferen. Alles okay? Kane. Mit dem Interface lief etwas sehr, sehr falsch, als wäre ich in Halls Albtraum gewesen. Das war nicht alles. Da war etwas in ihrem Verstand. Etwas, das bei Corvus vor dem Unglück entstanden ist. Es hat die ganze Zeit über gegen mich gekämpft. Es manipuliert Taylor und die anderen. Sie sollten das Personal der Geheimstation töten und wussten es nicht. Ich glaube, es wird schlauer. Wir müssen reden. Puh. Hartes Stück Arbeit. Puh, lieber Herr Gesangsverein, ja. Ich habe mit vielen gerechnet, aber nicht mit sowas. Bereit. Wir starten einen Luftangriff auf die Aquifer-Bohrplattform, wo wir Taylor und Maretti vermuten. Haben wir hier noch sowas? Oder wir nehmen die Waffe mit. Wir genießen auch diesmal wieder die Unterstützung der ägyptischen Armee. Wie machen Sie das, Kane? Trotz der NRC-Besetzung verlieren Sie nie die Hoffnung. Vielleicht kann das WA es Ihnen eines Tages vergelten und Ihnen die verdiente Unterstützung geben. Was ist da genau passiert, als du mit Hall verbunden warst? Ich sah Dinge, die ich nicht erklären kann, die ich nicht sehen sollte. Sie lag im Sterben und ich war in ihrem Verstand, ihren Erinnerungen, ihren Gedanken. Sie hatte Angst. Sie wusste nicht, was mit ihr geschieht. Ich sah die menschlichen Testsubjekte des geheimen Projekts in Singapur. Etwas in ihnen schrie voller Qual. Es verursachte das ganze Desaster. Es hat so viele getötet. Ruhig. Atme. Es war jahrelang begraben, Taylors Team. Sie haben es geweckt. Es ist in ihnen. Ich glaube, es bringt sie wohin. Bleib bei mir. Wo geht Taylor hin? Er sucht immer noch den vereisten Wald.
Das NRC hat den ersten Zug beim Aquifer gemacht. Sie haben ein Netzwerk aus Luftverteidigungen oben auf der Plattform. Verstanden, Khalil. Wir kommen. Die NRC-Verteidigungssysteme haben Priorität. Was ist mit Taylor? Eins nach dem anderen, Hendrix. Eins nach dem anderen. Wir haben mehrere Ziele. Formation verlassen und ausschalten. Hendrix, weiter zur Plattform. Wir treffen uns, wenn wir fertig sind. Alles klar. Schalt sie schnell aus. Wir dürfen Taylor und Maretti nicht wieder verlieren. Erfasst. Ich kann ihn nicht abschütteln. Wendemanöver. Achte auf den Beschuss vom Boden. Ziel erfasst. And down he goes. Da kommen noch mehr Flieger. Ich komme in deine Richtung. Versuch du, dich hinter sie zu setzen. Noch irgendwas? Soll hier noch weitergehen? Verstanden. Positionen halten. Vitals werden umgeleitet. Zwei Verwundete, fünf Tote. Achso, ich kann sogar zoomen. Okay. Kommunikation, dann wird es für uns leichter. Verstanden, wir sind dran.
feindliche Kommunikation? Das ist doch scheiße. Was ist mit Taylor und Baretti? Wir müssen sie finden. Wir finden sie. Konzentriert euch auf die Luftunterstützung, während wir uns um diese Kommunikationstürme kümmern. Was da läuft. Taylor hat einen Deal gemacht. Wenn das NRC ihn rausholt, ist das ein Riesenpropagandasieg. Er wird ihr Aushängeschild. Der amerikanische Held. Amerikanische Verräter. Ich bin der Einzige, der zu ihm durchkommt. Negativ, Hendrix. Wir brauchen Luftunterstützung, bis diese Plattform unter ägyptischer Kontrolle ist. Wir können die Kommunikationsanlage manuell überladen. Von Deckung zu Deckung bis zur Anlage. Los! Oh, oh, oh. Die hässlichen Feinde ausschalten! Finde Frieden. Starte die Anlage! Ich übernehme dann. Wenn jemand im Plan, wo du gerade bist. Granate geworfen! Wo muss ich überhaupt hin? Wow. Starte die Überladungssequenz. Feindliche Granate! Das wird eine Weile dauern. Gib mir Deckung. Ja, klar, was ist klar. Okay, was war los? Ich weiß nicht mal von wo. Ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Überhaupt zu irgendwo zu kommen. Merkt denn keiner, was da läuft? Taylor hat einen Deal gemacht. Wenn er ihn rausholt, ist das ein Riesenpropagandasieg. Er wird ihr aufgeschält. Der amerikanische Held. Der amerikanische Verräter. Ich muss auf den Boden. Ich bin der Einzige, der zu ihm durchkommt. Negativ, Hendrix. Wir brauchen Luftunterstützung, bis diese Plattform unter ägyptischer Kontrolle ist. Wir können die Kommunikationsanlage manuell überladen. Von Deckung zu Deckung bis zur Anlage. Los! Werfe Granate! Geht weg von da! Die restlichen Pfeile ausfallen! Starte die Anlage! Mann am Boden! What the... Starte den Prozess, ich übernehme dann. Ach, geht gar nicht, okay? Starte die Überladungssequenz. Kopf runter! Hat eine Granate geworfen! Scheiße, rechts. Das wird eine Weile dauern. Gib mir Deckung. What the fuck? Von rechts kommen noch mehr Feinde. Verteilen. Lasst euch nicht flankieren. Boah, ich muss irgendwo in Deckung gehen. Ich hab selber nicht keinen Plan, wo. Boah, ich hab keinen Plan, wo. Verdammt, komm zurück. Oh, fuck. Bin in Deckung. Was soll das, verdammt? Komm zurück. Mehr Bodentruppen! Haltet mir den Rücken frei! Boah, Alter, wo soll ich hin? Ich hab keinen Deck, was mir... Feindliche Granate! Wo? Ich bin auf halbem Weg! Weiter! Boah, ich hab keinen Plan, wo... Achtung! Sie setzen noch mehr Truppen ab! Entfaster! Mann, oh, von wo, Alter, das ist... Oh, okay, 60%, aber... So, liebe Leute, ich mach mal kurz hier einen Folgenbreak. Danke mal fürs Zuschauen, bis zum nächsten Part von Call of Duty Black Ops 3. Bis dahin, haut rein und tschüss.